Und wir starten mit unseren drei Highlights. Erste Übung heute, Dumbbell Renegade Rows. Martin zeigt dir, wie es geht. Kann man mit zwei Dumbbells machen, kann man auch mit einer Dumbbell machen. Und zwar besteht das Ganze aus einem Push-Up und einem Row. Danach wird die Dumbbell umgesetzt auf die Gegenseite. Nochmal ein Push-Up und ein Row. Das Row kennst du vielleicht vom Bent-Over-Row, vom Zigzag-Row. Wir schauen nämlich immer, dass der Ellbogen, danke Martin, nein, sehr, sehr nah und sehr eng am Körper entlang geführt wird. Ellbogen zieht zur Decke. Wie gesagt, dass du da nicht irgendwie, das wäre also quasi das Extrem dieser 90-Grad-Winkel, sondern schön eng am Körper. Zweite Übung, Lying Dumbbell Tricep Extension. Ich mache hier ein bisschen Platz. Das funktioniert noch nicht so ganz. Genau. Geht, wie gesagt, wenn die Dumbbell leicht ist, Martin ist unglaublich stark, mit einem Arm, mir wird das tatsächlich schon zu schwer. Und du willst nur eine Bewegung hier im Ellbogen haben. Ja? Das ist das Gelenk, das dreht, ähnlich auch den Hammer Curls, die wir schon gemacht haben im Home Workout. Besser ist so. Wir sagen ab und zu auch die Skull Crusher dazu. Warum die so heißen, kannst du dir vielleicht ableiten. Die Idee dahinter ist wirklich konzentriert und langsam zu arbeiten und wirklich nur hier eine Drehung zu haben. Dankeschön, Martin. Und du wirst merken, der Trizeps, das ist kein riesiger Muskel. Ja? Das heißt, der geht relativ schnell zu. Das heißt, wähle dein Gewicht lieber am Anfang ein bisschen leichter, um sauber durcharbeiten zu können, als zu schwere, langsame Wiederholungen zu machen und vielleicht noch das Risiko zu gehen, dass dir das Gewicht aus der Hand fällt und auf den Kopf. Das gilt es zu vermeiden. Dritte und letzte Übung, Supermans, aka Arch Ups. Arch Position, Arme nach vorne und dann hebst du Arme und Beine gleichermaßen an. Die Füße sind schön zusammen in die Arch Position. Das ist eine super anstrengende Übung hier für die komplette Rückenrückseite und zieht quasi deinen Rückenstrecker immer so ein bisschen zusammen. Dankeschön, Martin. Das waren schon die von uns ausgewählten Highlights. Wie immer, wenn du Fragen hast, irgendwas unklar ist, gib uns einfach Bescheid. Wir freuen uns über Feedback. Und ansonsten, wie immer, viel Spaß beim Nachmachen. Morgen noch Team Workout. An dieser Stelle nochmal die Einladung. Ist auf jeden Fall immer eine coole Sache. Wir werden ZD3 CrossFit jetzt mit dabei haben aus Bad Nang, ist in der Nähe von Stuttgart. Das heißt, der CrossFit-Part der Beteiligten wird auch immer größer. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ich würde mich freuen, wir würden uns freuen, wenn du dabei bist. Und ansonsten, dir noch einen schönen Freitag. Ciao!